Teil 1 – Meditationspraxis und das Erkennen der eigenen Bewusstheit. Auszug aus der Einleitung. In den 40 Jahren des Praktizierens, der Meditation, der Gesundheitsübungen und der Kampfkunst war mein Bewusstsein stets erfüllt von der grenzenlosen Vielfalt und Tiefe der Möglichkeiten der äußeren, inneren und geheimen Erfahrungen der Erscheinungsform und der Phänomene des Geistes. Meine langjährige Reise, das eigene Bewusstsein zu ergründen, führte mich, wie von einem inneren Kompass geleitet, zu verschiedenen asiatischen Kampfkünsten, Gesundheitsübungen und zum Praktizieren verschiedener Meditationsmethoden. So konnte sich für mich im Laufe des Weges immer wieder die Erfahrung der spontanen Einheit von Weg und Ziel zeigen. Die eigene innere Sinnsuche führte mich zu zahlreichen, wunderbaren, zuweilen aber auch schwierigen Begegnungen mit vielen verschiedenen Menschen, die wie ich den Weg praktizierten. Dabei bin ich sowohl vielen westlichen Lernenden und Lehrenden als auch verschiedenen östlichen Meisterinnen und Meistern begegnet. Die erste Phase meines Lernens in den 70er und 80er Jahren war sehr intensiv von Zen und den japanischen Kampfkünsten von Karate-Do und Aikido geprägt. In den 90er beschäftigte ich mich zunehmend mit den chinesischen Gesundheitsübungen des Qigong und seit fast 30 Jahren widme ich mich hauptsächlich dem Wu-Stil Tai Chi Chuan. Hier lernte ich über 20 Jahre bei meinem Hauptlehrer Sifu Ma, der mich vor einigen Jahren als seinen direkten Schüler Tuti in die Familie der Weitergabe aufgenommen hat. Anfang der 90er wurde nach langjähriger Zen-Praxis mein Interesse für den tibetischen Vajrayana-Buddhismus geweckt. Ich begann mein Studium und die Praxis der Mahamudra- und Dzogchen-Meditation. Unter Anleitung verschiedener tibetischer Meisterinnen und Meistern zu vertiefen.